Hallo liebe Leute, willkommen bei einem Titan Quest Anniversary Gameplay Video mit Kommentar. Ja, ich werde ab jetzt, solange ich hier die Anniversary Version spiele, die gestern rauskam, einfach zeigen, was ich so spiele, wie weit ich schon bin und ja, mal schauen. Also, hier drauf. Das ist meine Dame. Ich habe sie einfach mal Anniversary Drago genannt. Abgekürzt Anni-Drago. Und sie ist ein Wanderer. Einfach Natur und Geist, glaube ich. Spielen wir mal. Weil ich Natur liebe. Und weil ich Beschwörung liebe, habe ich einfach mal Geist dazu genommen. Jetzt nehmen wir mal hier. Aktivieren, so. Und da oben sind sie, ist ein bisschen umständlich, aber ja, okay, Geist habe ich gar noch nicht, aber einfach mal Natur genommen. Und ja, jetzt zeige ich euch so ein bisschen, was neu ist, vor allem die Auflösung, die Grafik, die ja, wie gut es geht auf Windows 10 ist zum Beispiel gut neu. Dann wurde eigentlich ganz, ganz viel auch im Gameplay geändert. Vor allem das Balancing und so weiter. Jetzt muss ich kurz schauen. Es ist ein bisschen blöd gemacht. Es wird nicht angezeigt, ob die Items aktiv sind oder nicht aktiv sind. Und das müssen wir jetzt noch kurz schauen. Das erste Item droppt überhaupt. Ja, und hier auf aggressiv muss man auch immer machen. Wieso ist es nicht immer auf aggressiv? Aber im Großen und Ganzen ist es schon gut. Einfach hat es noch die Macken vom Hauptspiel, die noch nicht ganz so gut gestellt sind, und es leckt halt immer wieder zwischendurch wegen Windows 10. Naja. Da gibt es jetzt zum Beispiel diese Ausrüstungen, die jetzt so eine hellgelbe Ding haben. Das sind einfach Monstergegenstände, die so fest einfach irgendwo droppen. Und dann einfach eine gute, positive Sache haben. Vielleicht auch negativ, keine Ahnung. Sterblicher, ich bin eine Najade, der Geist dieser... Die Gegner können jetzt auch abhauen und ja, weiß jetzt auch nicht so, was genau noch alles. Ich habe ja erst angefangen zu spielen, aber ja, am besten einmal bei Steam oder so nachschauen, was alles neu ist. Das ist ja einfach geil. Und natürlich kommen auch weitere Patches und so weiter raus. Und für alle, die Titan Quest auf Steam schon haben, ist es kostenlos. Und ja. Okay, wir sind hier in einer Spinnenhöhle. In der stinkenden Höhle. Und müssen irgendwo eine Spinnenkönigin töten. Mehrere Spinnen töten. Die einen, die eine Quelle verschmutzten oder so etwas. Gut. So, die Items sind jetzt immer aktiv am Boden. Aber eben, man muss sie aktivieren und deaktivieren und da sieht man sie nicht. Oh, da sind Sternegegner. Hallo? Greif doch an. Gut. Ich stiehle 9 Auge. So. Hat nichts gedroppt, schade. Ein Schleifenring noch. Dann gehen wir mal weiter hinein in die Höhle. Ja, ich mag das Spiel. Es ist zwar noch recht langsam, aber man kann es beschleunigen. Aber ich will es irgendwie im Original Geschwindigkeitsmodus machen. Spielen.
Vielleicht später dann, wenn es ein bisschen langweiliger wird oder so. Oder wenn ich schneller vorwärts kommen will. Aber ich liebe es einfach jetzt so ein bisschen. Ja. Schön langsam das Spiel entdecken, was denn neu ist und so weiter. Das ist einfach geil. Oh, das ist ja aber... Ist das neu, dass das alles verspinnt wurde? Ein Helm, ein Chitin habe ich schon. So, Gold habe ich sowieso genug, die müsste ich nicht verkaufen. Da haben wir noch mehr. Tote Spinner. So, nehmen wir mal nochmal einen Armpanzer. Chitin. Dein Gepäck ist voll. Ja, ja, wir haben schon alles voll. 9 Bewegung. Stärke brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Was haben wir denn hier noch? Da oben haben wir noch ein paar Gegner. Ist jetzt genau wieso. Konnte ich jetzt nicht mehr fern angreifen. Wahrscheinlich war ich zu nah dran. Ah. So. Die mal weg. Der Chitin. Armpanzer habe ich schon. Lass ich mal den drin. Und. Hier keine Truhe. Also kehren wir wieder zurück zur Najade. Und ja. Mal schauen, was wir bekommen. So. Gut. Du hast das Gift aus der Höhle beseitigt. Ja. Mein Wasser wird wieder klar und sauber fließen. Ah, plus 25 Gesundheit. Gut. Ja, ich werde die Höhle noch fertig säubern und dann ein bisschen weitermachen. Und irgendwann kommt dann das nächste Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja. Eben bei mir auf dem Kanal kommt Titan Quest Anniversary Version und dann noch andere, auch Mods und so weiter. Dankeschön und tschüss.